Ja, guten Morgen an Tag 6. Meine Radreise von Hamburg nach Tübingen. Bin jetzt hier am Campingplatz Schlitz und meine Nachbarn, die schlafen noch. Daher die Stimme aus dem Off. Erstmal ein kleines Frühstück, Kaffee und dann geht's auch bald los. Sobald ich meine ganzen Sachen wieder zusammengepackt habe. So, fünfter Tag. Es ist, hätte ich mal vorher gucken können. 9:26 Uhr und es geht jetzt weiter Richtung Fulda. Das Blöde ist nur, ich habe gerade festgestellt, dass mein Akku alle ist. Also die, muss ich gerade nach dem Weg gucken, dass der Akku von meiner Powerbank alle ist. Das ist natürlich sehr doof. Aber ich habe von meiner Drohne noch diese Akkus. Das kann auch als Ladebank dienen. Muss ich gleich mal tauschen, weil ich habe nur noch 12% auf dem Handy jetzt. Und heute Nacht hatte ich ja. Irgendwie hat das mit dem Laden nicht funktioniert. So, ich muss mich erstmal orientieren. So, ein kleines Stück wieder zurück. Hier an der Bundesstraße. Ich dachte, ich kann ein bisschen abkürzen, aber das gefällt mir gar nicht. Deshalb habe ich keine Lust zu. Also geht's wieder Richtung Campingplatz und fahre jetzt noch mal durch Schlitz durch. Jo, jetzt komme ich noch mal unter der Brücke vorbei, die so tief ist. 1,85 Meter. Lichte Höhe. Da hat sich bestimmt schon der eine oder andere den Kopf angeschlagen. So, jetzt hole ich meinen Akku raus hier von der DJI Mavic Air. Oder Mavic Mini ist das vielmehr. Da sind hier so Akkus dabei, so ein Akkupack mit Ladegerät und das kann man auch als Powerbank benutzen. Allerdings sind die auch nicht mehr voll, die beiden. Die dritte steckt in der Drohne. Die könnte ich auch noch dazu packen. Jo, mache ich das mal. Weil heute brauche ich auf jeden Fall Navi und Trackaufzeichnung ist ganz wichtig. Jetzt habe ich schon wieder verfranst. Jetzt bin ich wieder zurückgefahren Richtung Hamburg. Das Stück bin ich gestern Abend schon gefahren und ich habe heute nicht das Display einschalten, um Energie zu sparen. Muss ein kleines Stück wieder zurück über die Brücke, dann links. Gut, dass ich es noch gemerkt habe. So, bin jetzt wieder auf dem richtigen Weg. Ich muss hier um den ganzen Berg rumfahren. Ah, wieder hobeln, nicht aufgepasst. Ich wollte erst versuchen, die Landstraße zu nehmen, aber das war mir zu heikel. Da habe ich keine Lust zu. Deswegen hier einmal außen rum. Und es sind noch so 22 Kilometer bis Fulda. Und um Fulda herum erwarten mich doch einige Steigungen. Aber ich bin fit, ausgeschlafen, mein Knie geht super. Und ja, hinter dem Kopf ist sicher wieder dazu heute, wie immer. Aber es ist traumhaft. Das Wetter ist ideal. Also wenn man durch einen kühlen Wald fährt, ist schon ein bisschen frisch. Aber größtenteils geht es ja an der Sonne entlang und dann ja, ist das so angenehm. Besser geht's nicht. Boah. Und da ist die Fulda, wie immer. Boah, ich hab gar keine Lust mehr aufs Büro, wenn ich das alles sehe. Aber es sind ja noch 3 Übernachtungen sind es noch. Ja, oder 4. Tag 5. Ne, 4 Übernachtungen. 3 Übernachtungen.
Ist das herrlich heute? Ist das herrlich? Kriegt mich ja fast nicht mehr ein, wie schön das ist. Oh, es ist fast windstill. Nicht zu heiß, nicht zu warm. Sonne scheint. Genial. Ja, ich musste doch mal kurz anhalten hier, weil das einfach so schön ist, ja, der See. Also ich habe mal nachgeguckt, das ist der Pfordtsee. Pfordt. Ist das nicht idyllisch? Okay, ein bisschen Landstraße, aber es ändert sich. Wahrscheinlich geht es hier geradeaus weiter. Wäre mal gut, auf die Karte zu gucken. Ja. Nehmen wir an, Fulda Zentrum, 11 Kilometer. Alles richtig gemacht. Gerade so durch das Dorf gefahren. Keine Ahnung, jedenfalls 11 Kilometer vor Fulda. Oh, ich sollte mal schalten. So, nur noch ein einstelliger Bereich, ein Kilometer bis nach Fulda. Das war doch ganz schön anspruchsvoll, aber schön. Ging doch sehr oft kleine Hügelchen hoch, kleine Hügelchen runter, durch den Wald durch, am Fluss entlang. Alles dabei, bis auf kurzen Kilometern. So, gucken. Rechts abbiegen. Griechen. Hier geht's aber nicht rein, ne. Nach 100 Metern links abbiegen. Okay, danke. Ja, ich bin kurz vor Fulda, das heißt, ich bin eigentlich schon, ja, Kilometer vom Zentrum. Da hinten sieht man schon auch die Kuppel. Da ist die Kirche. Mein Akku ist noch relativ voll, lohnt sich nicht nachzuladen. Ich würde halt gerne irgendwann die GoPro und meine Powerbank nachladen. Überlege ich, ob ich das hier mache oder weiterfahre. Ich weiß, dass es hier eine Ladestation gibt. Ich gucke gleich mal auf dem Handy. Also Schließfach, wo man seine Sachen anschließen kann. Aber ich bin gerade knapp 30 Kilometer erst gefahren. Von dem her würde ich, aber Hunger habe ich. Ich habe zwar ein Brötchen dabei. Vielleicht gehe ich zum Bäcker, wenn mir einer über den Weg läuft. Mal schauen. Ja, ich habe jetzt hier eine Ladestation Altengronau gefunden am Freibad. Das wurde auch bestätigt. Erst nicht gleich gesehen, direkt am Eingang am 20.06. Also vor kurzem. Von dem her sollte das funktionieren. Und das ist hier. Genau. Wenn ich das auf meiner Route vergleiche, kann ich hier sehen. Das müsste hier irgendwo sein. Hier Altengronau. Und da sieht man hier unten den Strich, der liegt ungefähr bei knapp 50 Kilometer. Bis dahin sollte der Akku noch reichen. Harald, gucke mal. Das will ich jetzt sehen. Aber nix, ich hab doch gefühlt. Du hast es. Ja, stimmt. Mit dem Erdbund hier werden können. Ja, abgefroren. Oh, da war es so schon. So, ich bin wieder raus aus Fulda. Ich war jetzt etwa eine Stunde da, Brötchen gegessen und einen Kaffee getrunken. Das ist ja immer ein bisschen stressig, ne? Mit Abschließen, Maske hier und mich hat es auch gerade hingelegt. Ich bin nicht runter abgestiegen vom Rad, habe mein Bein abgestützt auf so einem Stein und bin dann irgendwie daneben getreten. Hat keinen Halt und dann bin ich komplett zur Seite weggekippt. Mein Rad ist aufgeschlagen auf dem Stein, aber so wie es aussieht, habe ich noch keine Macke gefunden. Muss ich mal schauen, später nochmal scharf links abbiegen. Was kriegen wir hin? Bronzell. Und hier ist die Fulda. Wird immer kleiner. Ja, ich habe hier ein paar Tropfen abgekriegt. Sind hier dicke Wolken, aber ich schätze mal, da kommt nichts runter.
Die große Wetterfront ist eher südöstlicher. Also ganz entspannt. Den Kollegen haben wir doch gerade schon mal vor 2-3 Stunden gesehen. So, Tageskilometer 45. Bin jetzt seit Fulda ungefähr 12 Kilometer gefahren, gar nicht mehr so viel. Ich wollte jetzt noch ein bisschen Magnesium zu mir nehmen, weil ich vorhin auch schon leicht gemerkt habe, dass meine Muskeln zu Krämpfen neigen. Also ganz leicht. Ich will das nicht wie am ersten Tag nochmal haben, dass ich nachts dann echt richtig Krämpfe hatte. Deswegen hier so der Pulver. Meine Mutter erzählte mir, dass es so richtige Eimer mit Magnesium gibt, was man dann auf die Haut sprüht, das wohl besser aufgenommen wird für die Haut, als wenn es oral zu sich nimmt. Muss ich mal testen, wenn ich zu Hause bin. Oh, ich kann mich an diese Plastikflaschen nicht gewöhnen. Ich trinke ja eigentlich immer nur aus Glasflaschen. Und diese Plastikflaschen haben immer so einen Nachgeschmack oder Nebengeschmack. Aber nützt ja nichts, ich kann ja keine Glasflasche hier mitnehmen. Oh, hier gibt es auch die Eichenprozessionsspinner, habe ich gerade im Schild gelesen. Also nicht nur in Hamburg im Stadtpark, sondern auch hier. Ist das die Fulda? Nee, so klein kann die nicht sein. Das wird sie nicht sein. Oder zumindest ein Zufluss vielleicht. Oder vielleicht ein Zufluss. So, das ist schon mal eine kleine Steigung hier. Aber das hatten wir jetzt schon öfters heute. Nicht wahr sein. Ich bin falsch. Da hätte ich lang fahren müssen. Da habe ich ja gepennt. Jetzt kommt die Sonne raus. Sehr wechselhaft. Ja, muss ich wieder zurück. Bin den Schafen vorbei. Ja, wie hier habe ich Pause gemacht. Da war ich schon falsch. Ja, ich kriege hier mit 10 Stundenkilometer hoch. Ich habe extra ein bisschen runtergeschaltet, damit der Akku doch nicht zu stark belastet wird. Ich hatte gerade unten noch über 50, ich glaube 58 Kilometer Restreichweite. Ist jetzt schon gesunken auf 32. Kein Wunder. Tja, ich wollte doch mal gucken, wie steil das hier ist. Wobei, ich glaube, das ist nicht mal der steilste Anstieg. Ich habe hier mal mein Telefon und die Wasserwaage. Na, wo ist sie? 6. 5%. Ob so stimmt, weiß ich nicht, ob der Sattel, obwohl ich habe ihn ausgerichtet. Ja. Weiter geht's. Ich bin, glaube ich, gleich oben. Wow, ich weiß nicht, ob man das da hinten sehen kann. Dieser aufgeschüttete Berg. Ist das Monte Cali? Ne, Fulda. Weiß vielleicht jemand. Gerne in die Kommentare schreiben. So, hier geht's gerade runter durch den Tunnel oder der Autobahn durch. Hoffentlich richtig. Kurz bevor ich in den Tunnel gefahren bin, hätte ich links abbiegen müssen. Da war ich so schön im Schwung darunter, wollte das filmen, hier durch den Tunnel durch, da hätte ich abbiegen müssen. Jetzt kann ich diese ganze Strecke wieder hochfahren. Mann, ich muss besser aufpassen. Geht alles auf den Akku. Jetzt bin ich wieder am Tunnel. Nur ein kleines Stück weiter. Und dann muss ich wieder rechts abbiegen. Ja, Mann, ich habe halt durch den Fahrtwind auch die Kommandos nicht gehört. Und war so im Flow drin. Dafür habe ich bestimmt meine Höchstgeschwindigkeit heute erreicht. Ja, das sieht so aus, als wenn ich hier ganz oben bin. Hier die A7 nochmal. Aber wenn man sich das hier anguckt, da kommen doch noch
paar Steigungen. Und ich habe nur noch 18 Kilometer Restreichweite. Das wird spannend. Das ist die A7. Bei Kilometer 575,7 etwa. So. So, das ist immer genau das, was ich eigentlich vermeiden wollte. Landstraße zu fahren. Gerade kamen sich zwei LKWs entgegen, genau da, wo ich war. Ging aber alles kein Problem. Das nervt. So, ich erzähle mit 20 Stundenkilometer Steigung hoch. Ja, bis denn. So, Steigung überwunden. 16 Kilometer rechts Restreichweite. Und bis zu meiner Ladestation sind es 25. Ich mache mir da keine Sorgen. Das Batteriemanagementsystem wird sich ja entsprechend wieder, wie soll ich sagen, links abbiegen. Radweg. Wird es ja peilen dann, dass es nicht nur bergauf gibt. Es gibt auch ein Leben mit Geradstrecken und bergab. Ja, jetzt tote Hose. Hier muss ich wieder an der Landstraße entlang. Nee, ich muss hier irgendwie rechts lang. Nee, ich bin richtig. Ach je. Wenn es sein muss. Oh. Das hört nicht auf mit Steigung. Ich habe jetzt noch 11 Kilometer Restreichweite. Und super Abfahrt wieder zwischendurch. Aber dann kam wieder eine Steigung nach dem Ortsausgang. Mann, oh Mann. Wo bin ich? Keine Ahnung. Lass mal auf der Karte gucken. Ja, das ist der Radweg R2. Ja, führt eine Bundesstraße entlang. Und hier heizen sie ganz schön. Gefällt mir gar nicht. Ich glaube, es geht noch eine Weile so. Ach, da sieht es wieder besser aus. Jo, zu meiner Ladestation 19,7 Kilometer. Ich habe noch zwei Balken, die machen wir Hoffnung. Also, das wird schon klappen. Jetzt muss ich mir erstmal eine dampfen und Wasser trinken vor allem. Mein Kreuz. So, ich hatte gerade eine Abfahrt. Ich glaube 73 Kilometer die Stunde bin ich da runtergeheizt mit dem Gepäck hier. Plötzlich kam dann eine Hubbelstrecke. Oh Mann, das Fahrrad muss echt das aushalten. Also kurz hinter der Bergkuppe kam eine Frau entgegen. Voll bepackt und quälte sich ohne Motor da die Steigung hoch. Ich habe ihr noch zugerufen, dass sie es gleich geschafft hat. Ja, Tageskilometer 77,8. Das war anstrengend. Hoch, runter, hoch, runter. Jetzt ging es noch durch ein paar Dörfer durch. Und bis zur Ladestation habe ich jetzt nur, ich glaube, 6 Kilometer. Ja, 5,8. Hier oben das. Ich habe eine Restreichweite von immerhin noch 7. Kann man es erkennen? 7. Und Maximalgeschwindigkeit, das muss ich festhalten hier. Ja, das ist die Strecke, 77,2. Hier, maximal. 73,7. Boah. So, kurz noch mal was trinken und dann hoffe ich, klappt das mit der Ladestation. Ja, hier nimmt der R2-Radweg doch noch mal schöne Form an. Ah, totes Holz. So, ich bin gleich da. Ah, immerhin noch 4 Kilometer. 4 Kilometer zur Ladestation. Toll, 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 dass die funktioniert. Ich habe jetzt mein Rad seit genau 2 Monaten oder fast auf den Tag genau. Und ich habe jetzt gleich meine 2000 Kilometer drauf. Ah, da sind sie schon.
Simulatorbad. Da soll die Ladestation sein. Akku ist fast alle. Aber hier scheint auch jemand unverhofft Geld bekommen zu haben. Ich wusste nicht, wie ich es machen soll. Da ist das Freibad mit der Ladestation. Okay, ist auch in Betrieb. Theoretisch kann ich auch schwimmen gehen so lange. Aber da steht mein Fahrrad unbeaufsichtigt rum. Das will ich natürlich nicht. Da sehe ich sie schon. Das ist die Ladestation hier. Cool. Oh, Geld einwerfen. Ja, super. Egal. Ach, hier Campingstecker haben sie auch. Okay. Erst nicht gleich gesehen, direkt am Eingang. Ich sehe gerade, da gibt es noch eine E-Bike-Ladestation um die Ecke. Wenn wir mal anschauen. Oh, so sieht das aus. Hier sind die Stecker. Kostet nichts. Hier haben wir mal ein E-Bike angeschlossen. Dann hier auch nochmal Steckerleiste, Dampferakkus. Hier die Drohnenakkus, GoPro-Akkus. Jo, hier wird jetzt ordentlich Sack gezogen. Meine ganzen Akkus laden und das E-Bike vor allen Dingen. Schaue ich mir so lange das Spiel hier an. So, ein Brötchen habe ich gegessen, das was ich in Fulda gekauft habe. Jetzt habe ich hier nochmal eins. Da habe ich den gesamten Alnatura Käse noch drauf geklatscht. Muss ich nicht schleppen. Und habe was intus. Ich habe jetzt auch mächtig Hunger noch. Ja, das ist übrigens hier der Sportplatz vom Sportverein Viktoria Gronau. Bin gerade auf eine Idee gekommen, Joghurt zu essen. Ohne Löffel schwierig, aber ist ja mal einer dabei. Ja, und auch hier gibt es wieder kaum Netz. Also ich habe hier keine Internetverbindung. In Deutschland ist ein einziges Funkloch, abgesehen von den Städten. Habe ich den Eindruck, also ist eine Katastrophe. Mein Sohn, der ist in Polen zurzeit, der sagt, die haben selbst da in Masuren auf dem Land 4G-Netz. Und da kostet die Karte mit 10 GB 5 Euro oder so. Ja. Ja, ich war gerade noch mal drin im Schwimmbad und habe Bescheid gesagt, dass ich da lade. Also ich will nicht einfach laden und dann wieder abhauen, sondern schon gehört einfach dazu, dass man noch mal fragt, auch wenn im Nachhinein. Und ich musste noch mal auf Toilette, habe dann gleich meine Wasserflaschen noch mal aufgefüllt. Und es ist echt ein schönes Naturbad. Also wer hier mal in der Ecke ist, den kann ich das empfehlen. Von außen die Fassade sieht nicht so einladend aus, aber da drüben ist ganz nett. Oh, ich habe jetzt 1 Stunde 20 Minuten geladen und habe im Sportmodus wieder 60 Kilometer. Reichweite. Ich brauche nur 33 oder 35. Ja, dann kannst du wieder weitergehen. So, ich bin gerade wieder aus dem Ort raus und GoPro habe ich auch wieder 2 volle Akkus. Und es ist immer wieder schön auf der Strecke zu sein. Ja, das ist doch herrlich. Es ist immer wieder schön. Ich könnte das wochenlang machen, glaube ich. Und so liegt mal Pferdemist auf dem Weg oder Kuhmist oder was auch immer. Muss immer nach Schlaglöchern Ausschau halten. Oh, hier ist wieder ein Flüsschen. Ja, schön. Ja, es sind noch 33 Kilometer. Dann werde ich in Gemünden schön auf den Campingplatz gehen. Es gibt so Hochs und Tiefs und das ist gerade so ein Hoch. Gegessen, geladen.
Das ist übrigens der Main gewesen, den ich gerade hier gesehen habe auf der rechten Seite. Jetzt knatscht meine Parallelogramm-Sattelstütze ein bisschen. Jetzt wollte ich doch mal nachgucken, was damit ist. Ja, die Bolzen, die kommen so langsam irgendwann raus. Hier, der ist schon ein bisschen weiter drin. Den muss man ab und zu mit dem Bolzen dann auch wieder dagegen kloppen. Ich sollte sie vielleicht schmieren. Der Hersteller empfiehlt ja alle 500 Meter, die auseinanderzunehmen und zu warten. Das finde ich jetzt ein bisschen übertrieben. Oh, sieht ja gut aus. Fett. Vielleicht kann man da noch ein bisschen Fett dran machen von unten. Ja. Ich mache hier auch noch mal ein bisschen Öl ran. So, habe jetzt meinen Trockenschmierstoff aus meiner wasserundichten Tasche hier mal rausgeholt und träufel da mal ein bisschen was rein. Bisschen habe ich gesagt. Ja, wo ich schon dabei bin, mache ich auch die Kette gleich noch. Irgendwas die Markierung. Achso, ich stecke mir erstmal hier mein Werkzeug rein. Weil sonst dreht sich das nicht mit. Und dann soll ich in den weißen Punkt hier. Fahr einmal rum. Die weißen Punkte übersehen oder bin ich schon durch? Muss wohl. Eigentlich sollte man jetzt durch alle Gänge schalten. So, ich ziehe einmal den Lappen kurz ab. Ja, geschmiert und es knatscht immer noch. Vielleicht liegt das auch an der Tasche, die da drunter ist oder der Alarmanlage. Jetzt habe ich hier so einen dicken Stein gefunden. Und jetzt wollte ich hier die etwas rausgekommenen Bolzen mal reinhauen. Ja, bis innen geht er rein. So, der ist wieder bündig. So, von der anderen Seite mal. Das ist übrigens roter Sandstein für die Geologen unter euch. Ja, inzwischen hat es sich irgendwie zugezogen. Da oben ist eine IC-Strecke und das ist meine Strecke. Finde ich schöner. Da ist ja ordentlich Holz hier. Eine Steigung. Ich habe ja Akku ohne Ende. Steigung muss ich mich so langsam an gewöhnen. Ist ja schön. Ja, ich könnte es schaffen, in einem Tag durchzufahren. 22 Stunden, ja. Aber der Akku nicht. Oh, hier sind viele Dörfer, die folgen so einer Perlenkette. Und am Ende dieser Perlenkette erwarte ich Gemünden. Da sind etwa 18 Kilometer, glaube ich. Dann reicht es mir auch für heute. Komische Stimmung jetzt hier. Das ist richtig merkwürdig. Achso, ich habe jetzt diese Brille auf.
es sind noch 12 Kilometer oder 11. Und bin gleich da. Auf dem Campingplatz in Gemünden am Main. Ich habe jetzt auch schon 104 Kilometer drauf. Das heißt, ja, es ist. Durch die Steigung war das halt doch sehr anstrengend heute. Also, es war hier der Tag 5. Und ich denke, ich zeige noch Bilder vom Campingplatz, wenn ich nicht gerade direkte Nachbarn habe. Ich will ja nicht deren Privatsphäre filmen. Ja, und genieße noch die letzten Minuten in der Landschaft. Ja, hier ist wenigstens Bewegung im Bach gegenüber den Flüssen in Norddeutschland, die nur als braune Brühe so langsam vor sich hin fließen. Ja, hier wird es so langsam spannender. Also ist eher mein Ding so. Aber vielleicht kommt es auch daher, weil ich mich mehr im Norden aufhalte. Die Gegensätze ziehen sich ja immer an. Ja, ich komme gar nicht mehr voran vor lauter Stehenbleiben, Fotos machen, auch an die Familie schicken und so. Jetzt aber weiter, sonst wird es zu spät. Baustelle. Alte Brücke wird ersetzt durch die neue wahrscheinlich. Gemünden. Weiter geht's hier. So, ich bin da. Zelt ist inzwischen aufgebaut und ich habe den Platz direkt neben dieser Bank und dem Stromkasten bekommen. So, ich bin jetzt auf dem Campingplatz. Hier den Akku habe ich entnommen und lade ihn hier extra auf. Und hier die Fernbedienung. Die GoPro-Akkus, hier sind drei GoPro-Akkus drin. Andere Seite. Na. Hier sieht man schon wieder rot. Hier werden Dampfakkus geladen. Hier die Akkus von der Mini-Drohne. Und hier habe ich so einen Vierlader, USB-Vierlader. Ja, da hinten das Bosch 6 Ampere Ladegerät. Hier der 625er Akku, der gerade geladen wird. Jo. Danach musste ich noch weitere 18650er laden für meine Dampfe. So. Ja, das war jetzt ein bisschen stressig, weil um 20 Uhr die Rezeption zumachte. Ich wollte das Zelt aber noch aufbauen. Und um 20 Uhr machte auch Edeka zu, das heißt anmelden. Ich war um Viertel nach sieben da, Zelt aufbauen, schnell noch zur Edeka, ein paar Sachen einkaufen, unter anderem Bier. Ja. Jo, die Duschen machen um 21.45 Uhr zu, also haben wir hier auch etliche Termine einzuhalten. Ja, aber jetzt nach dem langen Tag bin ich da endlich froh, mal sitzen zu können. Aber weil es so schön ist, trotzdem noch mal eine Runde durch Gemünden.
Thank you.